Fliegender Wechsel. Jetzt sind wir hier bei Lifestyle und jetzt reden wir über die eine erstmalig veranstaltete Fotokunstmesse bei uns in Düsseldorf. Die Rede ist natürlich klar von der Foto Pop-Up Fair. Das Ganze geht los am 11. September im Stielweg in Düsseldorf und ich freue mich über meine Gäste. Zum einen ist er hier, Wolfgang Sohn, der Gründer der Temporary Art Gallery und auch der Foto Pop-Up Fair. Und an seiner Seite Frank Dursthoff, war ja auch schon ein paar Mal bei uns. Natürlich Fotograf und Künstler hier bei uns in Düsseldorf. Du wirst auch mit ausstellen bei der Foto Pop-Up Fair. Fangen wir erstmal an mit dem Wolfgang als Initiator auch dieser ganzen Geschichte. Du hast ja auch schon im Vorfeld oder auch schon Jahre vorher schon diverse Ausstellungen hier auch bei uns in der Stadt gemacht, über die wir auch schon berichtet haben. Wie kam jetzt die Entstehung dieser, ja, einer richtigen Fotokunstmesse, wenn man so will, hier bei uns in der Stadt? Ja, das hat sich, also die Fotokunstmesse jetzt ist irgendwie zwangsläufig entstanden, ja. Hauptsächlich dadurch, dass wir schon viele Veranstaltungen gemacht haben in Locations, die kurzfristig noch zur Verfügung standen, teilweise abgerissen sind oder später zweckentfremdet wurden, mich jetzt das Stilwerk angesprochen hat. Die haben 1500 Quadratmeter freien Raum, Fläche. Genau, der auch eigentlich so ein Dornröschenschlaf dort. Ich denke, dass danach auch mit diesen Räumlichkeiten weiter Dinge in diese Richtung initiiert werden, weil es sich einfach anbietet. Ja. Weil das Ursprungskonzept ist ja die Temporary Art Gallery, also wirklich Kunst virtuell und das an unterschiedlichen Orten. Kennen ja vielleicht viele auch diese Pop-Up-Stores, gibt es ja auch immer viel mehr hier bei uns. Ja, genau. Als wir angefangen haben, war dieses Thema Pop-Up vielleicht noch nicht so bekannt. Ja. Also mittlerweile machen das natürlich viele. Es gibt Pop-Up-Restaurants oder so, was auch eine gute Geschichte ist, weil man halt punktuell auch sich in Szene setzen kann. Es gibt viele Kunstausstellungen, viele Galerien machen das sehr, sehr gut und stellen gute Kunst aus. Es ist nur meistens so, dass so nach so einer Eröffnung, nach einer Vernissage, das Ganze dann so ein bisschen auch abflaut. Ja. Und was wir wollten, ist halt die Kommunikation hochhalten. Wir wollen gucken, dass wir Leute öfter hinkriegen in die jeweiligen Ausstellungsräume. Wir wollen im Vorfeld auch schon eine Atmosphäre schaffen, die Kommunikation unterstützt. Ja. Das heißt, wir haben so Begrifflichkeiten wie Night Art, wo wir einfach eine Bar haben, an dem ähnlich wie in einer Bar, wie man es aus der Stadt kennt. Live-Musik, DJ-Musik. Wir haben Art-Dinner gemacht mit 120 Personen. Das sind Pärchen, wie aber auch Sponsorentische, Geschäftsführungen von Unternehmen und so weiter, um so auch den Künstlern natürlich die Gelegenheit zu geben, sich in Szene zu setzen, aber auch Top-Managern einfach mal mit Leuten wie Frank zu sprechen, die völlig anders an Dinge rangehen, genauso professionell natürlich. Ich weiß von ihm, er ist extrem verlässlich und das schätze ich an ihm, zuverlässig und macht vor allen Dingen auch super Sachen. Oh, wir haben ja schon einige Werke von ihm. Das ist nicht selbstverständlich bei Künstlern, dass sie verlässlich sind, von daher bringt das auch den Leuten etwas, also da auch unterschiedliche Kommunikationen zu betreiben. Und das wollen wir unterstützen. Ja, jetzt wurde gerade auch über Frank gesprochen. Jetzt werden wir auch mal kurz auf die Seite gehen, natürlich, der Foto-Pop-Up-Fair. Dann sehen wir auch hier die Artists. Da ist ja einiges auch mit dabei. Zum einen, klar, Frank Dursthoff gleich hier oben mit. Kommt übrigens auch, wenn er hier auf die Seite geht, immer direkt auch auf die jeweilige Webseite auch der Künstler. Aber wie bist du quasi auch durch die zur Zusammenstellung gekommen? Ich sehe jetzt hier beispielsweise auch Kai Schäfer. War ja auch vor ein paar Wochen bei uns natürlich mit seinen großartigen Bildern, World Records Made in Germany. Aber gerade diese Zusammenstellung dieser vielen, vielen Künstler, das hat, glaube ich, auch ganz schön lange gedauert, schätze ich mal, oder? Ach, das ist so, dass ich extrem viel, den Kai kenne ich schon relativ lange, als er noch World Record noch nicht gemacht hat. Den Frank kenne ich eigentlich auch schon länger, als wir noch nicht zusammen uns mit diesem Thema beschäftigt haben. Letztendlich habe ich aber halt, ich meine, Düsseldorf ist eine Modestadt, ist eine Medienstadt. Es gibt extrem viele sehr gute Fotografen, viele hier aus, sehr gute Künstler, sehr gute Werbefotografen. Ja. Das Ding ist einfach auch, dass diese Leute, das weiß ich aus vielen Gesprächen, natürlich auch Projektarbeit nebenher haben und oft auch nicht die Zeit, weil sie halt in Buchungen stecken und ihre Studioaufnahmen machen müssen. Wir haben aber auch zum Beispiel aus Frankreich jemanden da, der Fotopainting macht. Das heißt, die Grundlage seiner Paintings ist immer in Fotos, sehr geil, großflächig, den wir auch wieder ausstellen. Wir haben den Piet Magaluf, für den freue ich mich sehr, der analoge Fotografie noch hat. Der hat im Umfeld von The Factory, Andy Warhol und sogar, er kennt diese ganzen Leute, hat unglaublich viel zu erzählen. Mit ihm werden wir sicherlich auch Künstlergespräche machen. Sagen, er macht auch richtige Künstlergespräche. Also das heißt, die Zuschauer, die Leute haben auch eine Chance, wirklich mit den Künstlern auch zu reden über ihre Werke. Und wie viel Zeit habt ihr da immer? Ja, wenn man auf die Seite geht, dann hat man ein Event-Schedule. Ja. Das heißt, wir haben festgeschriebene Veranstaltungen. Wir haben auch ein Café dort eingerichtet. Mhm. Das heißt, man kann auch sonntags morgen. Wir wollen auch eine
hohe Frequenz an Öffnungszeiten haben. Man kann quasi immer zu uns kommen. Also wir haben die normalen Stilwerk-Öffnungszeiten auch. Das Stilwerk ist da auch sehr kooperativ. Das heißt also, ich kann abends auch ab 19 Uhr dort meine Veranstaltung durchführen, die auch bis in die Nacht gehen können. Wir können abends Musik machen. Und all diese Dinge, die für uns wichtig sind, die Kommunikation unterstützen, können wir dort machen. Und ja, der Pete zum Beispiel kommt mit analogen Prints aus der Zeit teilweise noch, aus New York, aus ein bisschen noch aus der Moloch-Zeit. Der hat auch in der Zeit viel Leichtfotografie, die wir jetzt nicht ausstellen, aber er hat halt sehr geile Bilder, die wir heute auch so machen würden. Sie sind halt nur analog fotografiert in Schwarz-Weiß und hat unterschiedliche Dekaden, die wir ausstellen. Tolle Sachen dabei. Natürlich auch, Frage auch Frank, was wirst du ausstellen? Weil wir haben ja einige deiner Werke auch schon hier gesehen. Ist es eine schwere Auswahl für so eine richtige Fotokunstmesse, die richtigen Werke zu finden, auch die Größe? Beziehungsweise wie viel Platz hast du denn überhaupt für deine Werke? Man hat immer zu wenig Platz. Natürlich. Und jeder kreative Mensch weiß, wenn er vor seinen ganzen Sachen steht, das nehme ich da. Nee, kann ich nicht. Wie willst du aus? Ich weiß nicht, ich habe so eine Hauptserie, die habe ich schon mal ausgestellt, aber die ist schon mittlerweile erweitert. Das sind diese Ponybilder, die ich auch schon mal hier vorgestellt habe. Die eigentlich immer so ganz lustig sind, weil sie, naja, wie soll ich sagen, sie sind irgendwie spannend, auf der anderen Seite ein bisschen polarisierend, weil manche sagen, naja, was denkst du denn dabei? Also ich habe lustige Erklärungen schon gehört, also soweit habe ich noch nicht mal gedacht. Aber da werde ich einen Ausschnitt von zeigen. Ich habe eine Serie, die geht so ein bisschen analog, das sind tätowierte Männer, das sind meine Soldiers. Sehen wir auch gerade hier auf der Seite, da haben wir nämlich ein Bild. Ja, hier genau, und dann gibt es noch ein paar andere Einzelthemenbilder, die ich zusammenstelle. Man hat, wie gesagt, immer ein bisschen wenig Platz. Wenn so viele Leute sind, sind es ja jetzt irgendwie insgesamt 16 Künstler, die da sind. Das sind 15 Fotografen und eben der eine Maler, der Alexandre. Und das Spannende für mich ist aber eigentlich, dass so eine Messe so eine unheimlich große Bandbreite hat. Also wir haben dort von Modefotografie über People, über Celebrities, über Landschaften, Landscapes bis zu sehr experimenteller Fotografie und Pop-Art oder Neopop-Art. Also es gibt wirklich unheimlich breites Feld von Themen. Das ist das, was ich so spannend finde, weil ich möchte eigentlich, dass unheimlich viele Leute kommen. Und dieses nicht nur einmal zur Vernissage und sich irgendwie mehrmals einfach auch dann Champagner abholen oder so, sondern dass sie einfach vorbeikommen können und auch an diesen kommunikativen Abenden, wo dann gegessen, Bar, Musik, dass die dort einfach noch ein bisschen austauschen können. Die können auch noch ein drittes Mal auf ein Bild gucken, die können auch gern beim vierten Mal drauf gucken, es kaufen, ist auch schön, freut sich jeder Künstler drüber, aber letztendlich soll das zwei große Wochen sehr viel Austausch und Kommunikativität und das alles eigentlich ausdrücken. Und das ist für mich so eigentlich dieser Grundgedanke dieser Ausstellung. Deswegen habe ich da auch Spaß, einfach mitzumachen. Es hat sich ja so in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt. Der Wolfgang hat angefangen mit eigentlich so seine Sachen auszustellen als Temporary Art Gallery. Man kam immer dann mehr dazu. Dann angefangen, Leute, die er spannend findet und was ein bisschen zusammenpasst, irgendwie zusammenzubringen. Und ich bin da jetzt ein bisschen mit aufgenommen in die Family und freue mich, dass ich da immer so ein bisschen mitziehen kann. Und das macht die Sache eigentlich ziemlich rund, weil wir haben schon in Düsseldorf schon gute Leute. Also ich meine nicht nur die Künstler, sondern ich meine auch die Interessierten. Und die will ich schon auch alle da irgendwie sehen. Die werden mit Sicherheit auch kommen. Vor allen Dingen habt ihr auch eine Menge Platz. Weit über 1000 Quadratmeter im Stier. Wir werden gleich noch viel, viel mehr erfahren über die Foto-Pop-Up-Fair. Vor allen Dingen auch über die Fotos, die hier vorne stehen. Wo unter anderem auch der Frankie mit verewigt wurde, nämlich vom Wolfgang Sohn. Vielen, vielen Dank schon mal bis hierhin. Gleich noch viele Informationen. Hier könnt ihr natürlich alles auch noch mal nachlesen bei uns auf der Homepage nrw.tv. Bleibt definitiv bei uns. Danke.